Hallo, ihr Bugs da draußen und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ja, ich mache hier nur so eine ganz kurze Auflösung vom Bau-Event, weil das ist das sechste Video. Und jetzt kommen sie alle auf den Server hier, weil sie sehen wollen, oder weil sie im Video sein wollen. Einige Bilder habe ich schon kontaktiert. Ja, ihr seht hier schon ein paar Gebäude. Einige haben wir wieder weggerissen. Ja, damit es einfach ein bisschen übersichtlicher bleibt. Und wir gehen aber mal zu Set. Also alle, die hier stehen, sind, nicht alle, die hier stehen, sind angenommen. Das sind auch einfach welche dabei, die wir einfach nicht wegmachen, gemacht haben. Und wir gehen zu Set Warp angenommen, zu Warp angenommen 1. Und das ist einmal dieses Gebäude hier. Das sieht jetzt gar nicht mal so geil aus. Allerdings, ja, steckt da auf jeden Fall sehr viel Arbeit hinter. Zum Beispiel sind hier so zwei Drachen gebaut. Ja, die man auf diesem kleinen Grundstück wirklich gut umgesetzt hat. Zudem wurde gezeigt, dass hier detailliert gut gebaut wird, so, und deswegen wurde diese Person auf jeden Fall eingenommen. Ein bisschen Terraforming-Skills wurden auch gezeigt, und das ist die Person Zwackel. Also, keine Ahnung, wer das war. Auf jeden Fall soll sich die Person bitte am besten bei mir irgendwie melden im TS, und dann kann sie ins Bauteam. Ja, angenommen 2 ist dieses schöne Gebäude von Simon. Ich fliege da immer hin, zum Schild. Da wir das Plugin runtergenommen haben vom Server, kann ich nicht mehr Plot-Me-Info machen, dass wir das Ganze schneller machen. Aber das ist der Simon 0201, der hat auch gestern Abend schon geholfen, die Lobby zu bauen. Da haben wir gestern Abend schon angefangen. Da kann ich auch gleich einmal rein nochmal gehen, dann seht ihr, wie weit wir sind. Es ist noch nicht viel. Auf jeden Fall ist das Gebäude auch schön, und die Inneneinrichtung ist in Ordnung. Für so ein großes Gebäude ist das natürlich auch immer schwer. Ich muss einmal noch ganz kurz dazu sagen, es wurde noch eine weitere Person eingenommen, der Iron Nexus. Auch der soll sich bitte bei mir melden. Im TS, oder bei Eimeran im TS, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie mit uns in Kontakt treten. Der wurde auf jeden Fall auch angenommen. Und davon haben wir versehentlich das Grundstück gelöscht, weil es von außen unglaublich scheiße aussah. Allerdings, der hat sich auch nur als Innenarchitekt beworben. Und ja, von innen sah das Gebäude auf jeden Fall sehr geil aus. Angenommen 3 ist dieses schöne Grundstück hier. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Eins der besten Grundstücke, die ich auf dem Server bis jetzt gesehen habe. Natürlich kann man sagen, geht es noch besser. Und es gab auch noch, ich glaube, es gab auch noch schönere. Aber auf jeden Fall hat das schon zu den besten gehört. Wir können ja mal durchfliegen. Sehr schön auf jeden Fall. Sehr detailliert alles gemacht. Und da war sich das komplette Bildeteam auf jeden Fall einig, dass wir den nehmen. Das ist der JC1717. Auch den habe ich gestern kontaktiert. Plus er hatte kein Mikrofon. Deswegen wäre es cool, wenn du dir ein Mikrofon kaufen würdest. Und dann bist du definitiv auch im Building-Team. Und ich würde dich sehr, sehr gerne da drin sehen, weil du hast wirklich Skills. Angenommen 4. Ja, haben wir Schilder zu spät gesehen. Auf jeden Fall wurde das Gebäude angenommen. Die hätte, wäre auf jeden Fall sofort ins Building-Team reingekommen. Bloß, ja, sie ist während der Schule zu inaktiv. Deswegen hat sie es nur Spaß gebaut. Sehr, sehr schade, weil, ja, ich hätte diese Person wirklich gerne im Building-Team gehabt. Allerdings, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wenn du mal Zeit hast, irgendwie am Wochenende, kannst du ja einfach dich mal melden, dann kannst du vielleicht ein bisschen mithelfen, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen. Und danke, dass du mitgebaut hast. So, das letzte, was angenommen wurde, ist das hier. Es war, gab noch ein anderes Gutes, das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Allerdings, ja, dazu... dazu gleich mehr. Das gehört, so viel ich weiß, Silvan Kani. Richtig. So, ja, auf jeden Fall war das das hier. Und, ja. Auf jeden Fall war auch das recht gut. Das Haus finde ich ein bisschen undetailliert. Das wurde auch wirklich, deswegen wurde es auch ein bisschen eng. Aber, wir waren überzeugt einfach, weil dieses Gebäude, einen coolen Stil hat. Hier so mit der, ja, mit so einem Vordach irgendwie hier, und keine Ahnung, ich habe es einfach gemocht. So, dann gibt es einige Gebäude noch, die gut sind, aber nicht gereicht haben. Ja, zum Beispiel das hier eigentlich auch. Das ist vom Danny Leumann, allerdings der ist, war im Building-Team, weil er vorher schon geholfen hat damals, als es noch deutlich kleiner war, beim Spawn mitzuhelfen. Und deswegen ist der auf jeden Fall auch noch im Building-Team. Dann gibt es hier einfach noch unzählige Gebäude, die gut sind, aber nicht gereicht haben. Achso, das hätte eigentlich auch, ist auch drin im Building-Team. Bloß, das wurde von einem Builder errichtet. Deswegen erwähne ich das gar nicht groß. Genauso wie das Gebäude da drüben. So. Zack. Dieses hier auch das, vielleicht das geilste Grundstück, was es auf dem Server momentan gibt. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und, ja.
Dann hier zum Beispiel das hier haben wir unter Märkten gespeichert. Also einige Architekten, bei denen hat es einfach nicht ganz gereicht, weil wir waren uns hier nicht sicher, ob das zu dem Stil passt, den wir wollen. Und deswegen hat es da leider nicht gereicht. So, und das Grundstück ist vielleicht das geilste Grundstück insgesamt, weil es einfach, keine Ahnung, kein Haus ist, sondern wirklich was ganz Besonderes. Das wurde aber von einem Building-Team errichtet, deswegen, und in einer Viertelstunde, deswegen war das nicht fürs Build-Event quasi zugelassen, aber da ging es nicht darum, ob sie Bilder werden. Ja, wenn ich dran denke, verlinke ich den Kanal von dem Building-Team mal. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Kanal, die haben richtig, richtig krasse Bauskills. Und ja, das läuft auf jeden Fall mal ganz gut. Ist auf jeden Fall super, super geiles Grundstück. Auch da würde ich auf jeden Fall mich sehr freuen, wenn ihr da mal auf dem Kanal vorbeischauen würdet, weil die haben wirklich Bauskills und wir sind auch recht nett so alle. Ich habe den einen einmal ein bisschen mit denen geredet und ja, das läuft auf jeden Fall bei denen. Und das war's von dem Building-Event. Es wird bestimmt irgendwann nochmal was Neues geben, neues Build-Event. Dann könnt ihr euch nochmal bewerben für alle, die es nicht gereicht hat. Danke, dass ihr teilgenommen habt. An alle, die jetzt nicht mal hier so noch da stehen, da hat es einfach nicht gereicht. Ja, und vielleicht habt ihr vielleicht steht euer Grundstück ja sogar noch und ihr habt es einfach nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall hat es ja leider nicht gereicht. Das hier, ich hätte das Grundstück eigentlich fast sogar gerne dabei gehabt, aber da haben die Bilder dagegen entschieden. Schade, ich finde es cool. Also ich mag es, ich mag das. Und ja, dann war es von dem Video. Haut rein, Leute, und ich würde mich über ein Like freuen. Tschüss.